Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute bin ich bei Schwarzenholz unterwegs und gehe da den Grenzsteinweg. Er ist etwa 15 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann kommt mit. Momentan ist es sehr angenehm zum Wandern. Und die Herbstfarben, richtig genial. Wann geht ihr denn am liebsten wandern? Schreibt doch mal unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. So, jetzt sind es noch etwa 2 bis 3 Kilometer, dann ist leider die Wanderung schon wieder vorbei. Diese hat mir richtig gut gefallen. Die Wanderung ist auch für Anfänger geeignet. Nun, jetzt noch ein großes Lob an die Gemeinde Schwarzenholz. Die Beschilderung ist 1A. Da können andere Gemeinden sich eine Scheibe abschneiden. Ich bedanke mich auch wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao.
Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco, das wisst ihr bestimmt schon vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute bin ich im... Noch etwa 2 bis 3 Kilometer, dann ist die Tour auch schon wieder beendet. Leider, die Herbstwanderung hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ein großes Lob auch an die Gemeinde Schwarzenholz. Die Beschilderung ist 1A. Daumen hoch dafür. Da können sich andere Gemeinden eine Scheibe abschneiden. Ich bedanke mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, würde ich mich über Kommentare sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Ach, shit. Noch etwa 2 bis 3 Kilometer, dann ist die schöne Herbstwanderung auch schon wieder vorbei. Schade, sie hat mir richtig gut gefallen. Der Weg ist auch für Anfänger geeignet. Und jetzt noch ein großes Lob an die Gemeinde Schwarzenholz. Die Beschilderung ist 1A. Daumen hoch dafür. Da können sich andere Gemeinden einer...